Im heutigen Video haben wir Kameras in Liams Bunker versteckt, um seine dunklen Zerstörungspläne herauszufinden. Wie das so abgelaufen ist, erfahrt ihr in diesem Video. Hier werden wir mal den guten alten Tim abholen, denn wir haben uns jetzt so gesagt mit ihm vereinigt. Und wir werden eine kleine Allianz bilden. Zudem haben wir unsere kleine Kamera, die hier unten immer ist. Beziehungsweise hier unten gerade ist. Denn wir werden sie jetzt abbauen und rüber zum guten alten Liam bringen. Dann bauen wir mal die kleine Kamera hier ab. Genau, ich baue einfach den hinteren Block ab. Das geht auch. Dann werden wir jetzt mal den guten alten Tim abholen. Der chillt irgendwo in England. Irgendwo hier sollte Tim wohnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwo hier, wo was kaputt gegangen ist. Ich glaube, ich bin da. Dann join ich mal ganz schnell seinem Anruf. Hallo. Wie geht es dir? Der gute Hi. Liam, der ist offline gegangen. Ich muss dir gerade mit... Hast du einen Spawnpoint eigentlich? Ja. Lass mich erstmal meine Rüstung ausziehen. Okay. Ja. Super, ich wurde... getötet. Ich wollte nur mal kurz checken, ob die Waffe wirklich so viel Damage macht, wie sie verspricht. Let's go. Soll ich dir nochmal meine Base zeigen, damit deine Zuschauer auch wissen, wie die aussieht? Ja, das wäre eine gute Idee. Zeig mal her das gute Stück. Moment. Also hier, dieses 1x1 Loch, kannst du gerne einmal runterschwimmen. Das ist einfach mal schön Eingang. Och, das ist ja wundervoll. Und ja, hier auch schön. Massenmenschhaltung. Ja, wie immer. Das ist sehr schön. Aber sie geben ganz okay Trades. Also ich habe hier einen Geber und der verteilt OP-Lederrüstung. Und den Waffenschmied bin ich gerade dabei zu leveln. Aber ich habe keine Emeralds, um ihn zu leveln. Dann fliegen wir jetzt rüber zu Liam. Genau so ist es. Und wie viel Fuel haben wir noch? Oh, scheiße. Na gut, ich habe jetzt vier Fuel-Kanister. Ich glaube, das sollte reichen. Also, Tim, eine ganz wichtige Aufgabe ist es, er darf die Kamera nicht sehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ich zeige dir mal kurz, wie groß diese Kamera ist. Guck mal, so groß ist die. Wir sind ready und können aufbrechen. Darf man so ein paar Sachen auch klauen oder ist das verboten? Also dürfte ich mir jetzt so ein bisschen Fool mitnehmen bei ihm? Also bei Liam, nicht bei dir. Du dürftest klauen, ja. Im Prinzip könntest du klauen. Ey, wir fliegen jetzt erstmal 1400 Meter. Das ist ein kleines Stückchen. Ah, da hinten. Das Teil da. Stimmt, das kann sogar sehr gut sein. Ja, guck mal, da oben ist das Geschütz. Das ist sein Geschütz, glaube ich. So, dann schauen wir mal rein. Schöne Tür. Du gehst jetzt erst rein. Ich glaube, okay, keine Falle. Also, ich würde es tatsächlich nicht hier platzieren, aber... Digga, was hat der hier hängen? Ja, überprüf mal irgendwie die Kiste, ob du dir irgendwas rausnimmst, weil ich habe ihm gesagt, dass ich mir nichts klauen werde. Aber du hast ja nicht, du verstößt im Prinzip gegen gar keine Regel, falls du ihm was klaust. Und, ja, irgendwie. Holy fucking shit, er hat hier literally eine Rakete in seinem, Dings. Ich weiß ja nicht wo. Keine Ahnung. Du solltest vielleicht, guck mal, ganz kurz. Gib mir mal kurz dieses Ding da. Ich muss die platzieren, damit ich dingsen kann. Okay, dann könnten wir theoretisch, also wir produzieren noch mal mehr Trapdoors und lassen das so aussehen, als hätte er das so gebaut. Vielleicht kann er sich nicht dran erinnern. Da machen wir das so hier ran und da oben kommt eine Kamera rein. Ist vielleicht sehr obvious, aber vielleicht auch. Oder was ist, wenn wir das hier hin platzieren? Oh ja, hier würde ich es nicht finden. Ey, geilste Idee. Benutzt er das häufig? Nein, aber guck mal, Liam. Digga, jetzt vergesse ich die ganze Zeit, sorry, ja? Guck mal. Alles gut. Was, wenn wir es hier machen? Ja? Hier hin. Oh ja. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen. Ja. Warte, aber wenn du hier wenn so lang läufst. Hier... Obwohl. Also hier sieht man es nicht. Hier hinten. Ab hier würde man es sehen. Warte, ab hier würde man diese Kamera sehen. Ab hier sieht man die Kamera. Ja, ich würde sie noch eine Etage tiefer legen. Probier mal eine Sache. Man wird wahrscheinlich wieder nicht allzu viel sehen. Aber hier unten eins hinter diesem Crafting Table. Ist das gut? Holy shit, das ist gut. Das ist wirklich gut. Ja, und kann man gut gucken? Kann man echt gut gucken.
Das funktioniert echt gut, Leute. Ich glaube, wir haben unseren Spot gefunden. Einfach hier unten unter diesem Tisch. Ja, man sieht es wirklich sehr schwach. Also wenn die... Das ist perfekt. Ja, guck mal, selbst wenn man... Man sieht gar nichts. Ich sehe wirklich gar nichts. Ja, das ist strong. Okay. Aber guck mal, halt alles, was man dafür braucht. Ey, wollen wir... Ey, hier sind... Ey, Liam. Was? Hier ist ein Manual Target Designator. Weißt du, was das heißt? Nee. Er hat eine Koordinate angegeben, bei der diese Rakete hinfliegen soll. Ja, ganz kurz, wo ist diese Koordinate? Ey, ich weißt du, was ein krasser Troll wäre? Wir geben jetzt hier seine Koordinate ein. Digga, das wäre so böse. Einfach hier in die Rakete schießen. Wie fürs? Ich denke, wir sollten jetzt erstmal abhauen, aber vielleicht nehme ich mir noch irgendwas raus. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwas brauche, aber ich denke mal nicht. Ich nehme mir, also, hier ist viel Zeug, was man gebrauchen könnte, aber ich möchte jetzt nicht allzu ehrenlos sein. Ich glaube, die Sprengung ist schon ehrenlos genug. Ey, kommt hin, bevor er online kommt. Ich finde das so lustig. Ey, ich bin echt gespannt. Er wollte halt wirklich einen Atomtest bei dem Kollegen durchführen. Ich glaube, er hat da wirklich schon die Koordinate gesetzt. Und er hat jetzt keinen Bock, nochmal extra dahin zu laufen. Und feuert dann die Rakete ab und die schlägt bei sich selbst ein. Oh Mann, Digga. Aber er meinte, sein Haus ist atomgeschützt, deswegen macht das mir jetzt keinen Kopf. So, Leute, wir sind wieder angekommen zu Hause, ne? Und, genau. Da werde ich jetzt mal kurz das gute Stück zerstören. Und, ja, Leute. Dann haben wir was Wunderschönes erreicht in diesem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls nicht, dann lasst gerne ein Like da. Falls doch, dann lasst gerne ein Like da. Und schreibt gerne eure Kritik zu diesem Video in die Kommentare. Ich freue mich über alles, ne? Über Verbesserungen, über alles. Und dann wünsche ich euch auch noch einen wunderschönen Tag. Und dann schaut gerne mal Tim vorbei. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen Tag. Ciao! Aber bevor dieses Video endet, wollte ich nochmal ganz kurz ansprechen, dass wir kurz vor den 100 Abonnenten sind. Was heißt, dass wir vielleicht am Ende dieses Jahres noch die 100 Abonnenten schaffen könnten. Wäre das möglich, Leute? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute, und ciao!